Links, drei nach oben, darum, dann links um nach oben, dann sind wir da rein, eins nach unten, drei, zwei nach links und dann sind wir hier rein, zwei, zwei. Gut, dass ich mir das aufgezeichnet habe. So, Strahl, veränderst du? Nö. Kann ich deine Modulation bitte ändern? Du hast nicht bunt zu strahlen. Wir haben hier doch das alle. Der linke Ausgang? War da links ein Ausgang? Könnte natürlich sein, dass da was war. Guck ich nach, guck ich nach. Überprüfen wir, überprüfen wir. Da war ja. Auf der Plattform ist aber jetzt auch nichts drauf, oder? Ach nee, falsche Seite. Nee, doch nicht falsche Seite. Jetzt bin ich verwirrt. Also hier ist nichts, was sich getan hat. Hier hat sich ja auch nichts verändert, nö. Und hier ist eigentlich auch alles beim Alten geblieben. Hier ist auch nichts oben aufgetaucht oder so. Nee, da kann ich den linken Ausgang nicht nehmen, weil wir ja in der Mitte angefangen hatten. Deswegen, ich komme ja nicht an meinem eigenen Strich vorbei. Oder habe ich jetzt einen Denkfehler drin? Warte, ich gehe nochmal hoch. Ich gehe nochmal hoch. Vielleicht habe ich auch einen Denkfehler drin. Ich muss mir das nochmal vor Augen führen. Ich glaube, ich weiß, was du meinst auf jeden Fall. Weil es gab ja zwei Ausgänge, ist ja korrekt. Aber wie sollten wir zu dem anderen Ausgang kommen, ist jetzt die Frage. So, zap, zap, zap. Nee, falsch. Der ist richtig. Na gut, wir können einzeichnen, wie wir es rückwärts gegangen wären. Das geht natürlich auch. Vielleicht hast du da recht mit. Rüber, dann ganz so, ja, das ist okay. Ne, warte mal, wo sind wir jetzt? Wir sind da. Da sind wir da lang gegangen. Und dann sind wir hier so rumgegangen, ne? Ne, rückwärts einzeichnen geht anscheinend nicht, sondern nur vorwärts. Also wir haben ja so rum angefangen. Mit dem Rätsel. Aber es wäre natürlich interessant zu wissen, warum wir da zwei Ausgänge haben. Oder habe ich mich jetzt irgendwo wieder vertan? Das kann ja auch sein. Ich bin ja nur ein Mensch. Manchmal. Nee, das sind wir. So. Hatte ich mich jetzt irgendwo verzeichnet gehabt? Kann das sein? Das kommt mir gerade so vor, als hätte ich mich nochmal verzeichnet. So rum ist auf jeden Fall der richtige Weg. Ja, und wenn wir das rückwärts einzeichnen, ist es doch so. Nee, rückwärts geht offensichtlich, also definitiv nicht. Wir müssen es vorwärts einzeichnen. Mal, geht der hier auch wieder aus? Nee. Der bleibt die ganze Zeit an. Wahrscheinlich deswegen. Wahrscheinlich hätten wir hinten erst lösen müssen, damit wir hier vorne haben oder so. Keine Ahnung. Vielleicht verändert er später nochmal seine Farbe. Ich hoffe es. Und dafür hoffen, ne? So, das kann ich mittlerweile fast auswendig hier, habe ich das Gefühl. Nein. Darum. Hierum, larum, warum? Darum, zack und drinnen. So, gut. Dann lassen wir das so aktiviert. Also ich würde jetzt sagen, wir haben den Bereich abgeschlossen. Und wenn er den direkt reinführst in den linken Ausgang, möchte er nicht. Auf dass ich das hier nochmal zeichne. Auf dass ich das hier nochmal zeichne. Nein, so. Und so. Und so.
ich kann es mittlerweile auswendig, geil. Ich lasse das jetzt erstmal so. Vielleicht liegt es auch am Patch, weil wir die alten Sachen vorher geregelt haben, dass die vielleicht auch alle jetzt unterschiedlich blinkern würden, dass wir aber das nicht haben, weil wir das halt eben vor dem Patch gelöst haben und das deswegen nicht angezeigt wird oder so. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich lasse jetzt erstmal die Burg hinter mir, vielleicht spielt ja einer von euch das auch und dann kann er mir sagen, ob da noch was zu tun ist oder nicht oder in eine Komplettlösung gucken oder was weiß ich was. Wobei sich das selber versauen ist auch irgendwie doof. Und wir haben ja einen wunderschönen japanischen Garten. Zumindest sieht es so ein bisschen danach aus. Oh, da hinten ist was. Da hinten ist was. Rätsel ohne Ende. Oh, es ist so schön. Man muss hier eigentlich langsam durchgehen. Oh, was? Haben wir hier wieder so ein Schattenspiel? Oder kriegen wir die Lösung noch irgendwie? Ich denke mal eher, dass wir die Lösung noch irgendwo bekommen. Und hier braucht man einen Anfang. Dann suchen wir uns nochmal einen Anfang. Irgendwo müssen ja hier diese ganzen Lianen hingehen. Da. Da ist ein Anfang. Das war simpel. Okay. Ja. Wir haben Schattenspiele. Jetzt richtig. Jetzt richtig mit Schatten. Ohne dass ich mich selber hin und her bewegen muss, was ich sehr nett finde. Das ist jetzt uncool. Ich hoffe, ich habe es mir richtig gemerkt. Gut. Scheiße, jetzt muss ich auch noch schnell sein und mir das merken. Ne, warte mal, das geht ja auch gar nicht. Hä? Würde ich sagen, da wo es dick ist, dürfen wir nicht durch. Okay. Und hier. Muss man auch noch rausfinden, welche die richtigen Schatten sind, welche man nehmen darf und welche nicht, ey. Okay. Die dicken Schatten dürfen wir nicht durch. Jo, das ist auch simpel gewesen. Das ist geil. Das ist so genial. Ne, warte mal. Die Tänze! Da kommt wieder sowas Leichtes dazwischen. Ich sehe nur noch Schatten, ey. Ich sehe nur noch Schatten. Scheiße. Ah! Das tut irgendwann in den Augen weh. Auch die Farbe, die wir ziehen. Jo, warte mal. Ja, hier gibt es doch theoretisch mal wieder keinen Weg, wo wir lang können. Ah, das wäre auch zu schön gewesen, hätte das jetzt funktioniert. Nee, hä? Wir haben ja bisher gesagt, durch die dicken Schatten dürfen wir nicht durch. Das Problem ist, hier sind jetzt nur dicke Schatten. Was ist, wenn ich mich jetzt seitlich bewege, dann verändert... Ne, der Schatten verändert sich ja nicht. Ist ja klar. Muss ich vielleicht hingehen und den Baum abhacken? Dass er mir das Richtige anzeigt? Oder ist mal wieder irgendein Ast auf den Boden gefallen, den ich dann noch mit einfügen muss im Geiste? Ne? Sowas kennen wir ja auch schon. Zur Genüge. Also bis hierhin komme ich auf jeden Fall. Zumindest dann, wenn ich in der Sonne bleibe. Vielleicht muss ich auch diesmal im Schatten bleiben. Nee, aber das Ziel ist ja auch in der Sonne. Also denke ich mal eher, dass es das nicht ist. Vielleicht da, wo sich mehrere kreuzen, dass wir da dann durch dürfen? Nee. Durch Kreuzungspunkte geht auch. Da haben wir eine Kreuzung. Da hätten wir auch theoretisch eine Kreuzung. Da auch. Nee.
Außer diese Kreuzungsdinger sind gemeint. Nicht? Also mit dem Anfang bin ich mir relativ sicher, aber ab dann nicht mehr. War schon fast richtig. Wo war denn der Fehler? Hier ist eine Kreuzung. Müssen wir vielleicht durch den? Müssen wir vielleicht alle Kreuzungspunkte mitnehmen? Warte mal, das ist ein Kreuzungspunkt, das ist ein Kreuzungspunkt, das ist ein Kreuzungspunkt. Nee. Immer der kürzeste Weg ins Licht bei den Kreuzungen. Das wäre hier lang. Da. So wäre es dann. Okay, eins hoch, zwei links, zwei hoch, eins rechts, eins hoch, eins links. Ja, dann wären wir da, wo ich jetzt gerade bin. Vielleicht vertan? Vielleicht etwas vertan? Aber die Musik passt ihm gerade wieder super dazu. Ich habe jetzt wieder die private Playlist mit dazu angemacht, weil die einfach super dazu passt. Zu dem Spiel. Die beruhigt einen und wir können rätseln und das ist einfach mal wieder richtig toll. Also der kürzeste Weg ins Licht wäre in dem Fall nach oben. Wenn wir in den Schatten gehen. Ins Licht. Ins Licht. Aber wo ist denn der Unterschied zwischen dem hier zum Beispiel? Ja, da hat er uns ja alle Wege versperrt gehabt. Und hier sind wir immer durch den dünnsten gegangen. Immer durch das dünnste. Nicht durch den dicken. Okay, da kommt eine Korrektur reingeflogen. Eins hoch, zwei links, zwei hoch, eins rechts, eins hoch, zwei rechts, drei runter und ins Ziel. Nein, das ist nicht korrekt. Das ist leider nicht korrekt. Nach rechts an der Stelle. Ich denke mal, du meinst die Stelle hier, oder? Nee. Ah, die Schatten, die tun echt weh in den Augen. Es kann aber auch sein, weil ich hier gerade so schön beleuchtet werde von meinen Lampen, dass es mir deswegen in den Augen weh tut. Ich bin ratlos. Am besten, McNay, wenn du denkst, du hast die Lösung, schreib es so wie Dislike Space. Das ist einfach. Ah, jetzt hast du es. Gut. Eins hoch, zwei links, zwei hoch, eins rechts, eins hoch, eins rechts, zwei runter, eins rechts, eins runter. Ja, aber warum? Weil wir dann immer nur ganz kurz im Schatten waren, oder? Weil wir dann immer uns so ganz kurz im Schatten aufgehalten haben. Kann das so sein? So, wo hast du... Jetzt haben wir zwei Wege. Ja. Ach so. Mhm. Danke, Spiel. Bist mal wieder nett, ja? Wir müssen nach unten ins Ziel. Na gut, können wir machen. Können wir machen. Nein. Dann war es oben lang. Okay. Ach so. Ah ja, okay. Okay, das habe ich verstanden. Das habe ich verstanden. Ja, wie soll ich mich denn hier positionieren, dass ich das lösen kann? So, okay. Oben, dann nach unten, nach rechts, unten lang. Alles klar, okay. Ich glaube, ich habe die Lösung. Gut. Zur kurzen Erklärung. Also, wir haben den Schatten, der drauf zeigt.
auf das Ding. Der gibt uns schon mal eine Richtung vor, wo wir lang dürfen. Die Schatten rechts und links wiederum, also der hier, gibt uns vor, wo wir danach lang gehen müssen. Weil der ja etwas weiter weg ist. Ja, die Farben zusammen sind echt aua, aber ich kann es ja leider nicht ändern. Oh, jetzt wird's eklig. Weil wir haben zwei Startpunkte. Aber der hier ist beleuchtet. Oh, die Farben, die tun ja wirklich weh. Jetzt die Frage, wo ist hier der Anf... Achso, da. Warte, das zeichne ich mir kurz auf, das ist schneller. Da, wo wir weitermachen dürfen, ist so... So. Nach unten, nach links, nach unten, nach rechts, nach oben und ins Ziel. So. Das ging auch. Jetzt wird's interessanter. Ich würde ja sagen, wir starten von hier aus. Aber ich habe fast das Gefühl, dass wir von da aus starten sollen. Oder? Nee. Weil wir haben hier dieses, das ist, passt ja perfekt da rein, ne? Das ist auch das Einzige, was jetzt hier von der Schattierung her reinpasst. Und da ist ja Schatten drauf. Das heißt, wir müssten das so, aber wenn wir von hier aus darüber kommen, dann kommen wir hier nicht weiter nach links. Ah, schön. Wenn man zu weit weg geht, dann ist er wieder toll. Naja, selbst wenn der Schatten versetzt ist, na klar, der Schatten ist versetzt. Der Schatten ist versetzt. Ich weiß, was du meinst. Von da, eins nach links, runter. Eins nach links, runter. Zwei nach links, hoch. Ach so, ach ja, ich habe noch einen Teil des Schattens übersehen. Machen wir eins runter, eins nach links. Noch eins nach links, genau. Dann außenrum. Dann kommen wir da raus und das müsste... Nein, okay, dann ein weiter da noch nach rechts rüber. So. Ja, ineinander versetzte Schatten. Richtig geil. Oh, das ist ja wieder eklig, ey. Das ist ja wieder eklig. Wenn du da keine gute Grafikkarte hast, dann bist du wieder verloren. Zwei nach unten, nach links, zwei nach unten, nach rechts, nach oben, nach rechts und dann nach oben ins Ziel. Nach unten, eins rüber. So. Okay, warte mal, wo haben wir den Start? Rechts unten. Alles klar, also muss ich mir jetzt den Schatten suchen, der mir hier den Start gibt. Und wo ist der? Na, das hier zum Beispiel, das ist doch total angenehm. Können wir nicht hier schon sein? Blätter da oben, oder? Ah, ja, Augen auf beim Autokauf.
Ey, sind das Schweine oder was? Guckt euch das mal bitte an, ey. Sind das Schweine oder was? Habt ihr schon den Schatten entdeckt, der uns hilft? Ja, ich laufe ja eben gerade auch gut an, um ihn drum herum. Ja, und ich bin auch noch selber im Weg, ey. Zwei nach links, eins da oben, eins da rechts. Würde sogar fast sagen. Ne, nur eins nach oben, dann wieder nach links, zwei nach oben, nach rechts und dann ins Ziel. Okay, jetzt nach links, so, so, so. Ist das jetzt hier an? Ja. Oh, der ist genauso gut zu erkennen. Der ist ja auch genauso toll zu erkennen, der Weg. Nur so halb. Auch Grafikkarte. Könntest du den Weg vielleicht mal anzeigen? Das wäre echt lieb. Ich weiß nicht, was sie geändert haben, aber die Renderdistanz finde ich doch etwas sehr kurz. Gerade bei so einem Rätsel, wo du, wenn du hier stehst, von hier aus einen besseren Überblick hast, als wenn du direkt davor stehst. Aber wahrscheinlich ist das auch noch Absicht. Wenn ich das gerade richtig sehe, ich zeichne mir das mal auf. Also hier ist der Punkt. Okay, dann gucken wir mal, ob ich mir das jetzt richtig aufgezeichnet habe. So. So. So und so. Habe ich. Sehr schön. So, dann kommen wir zu dem, was ich als etwas angenehmer tituliert hatte. Können wir hier mal bitte stehen bleiben? Danke. Das macht es etwas angenehmer. Dann brauche ich mir das nämlich nicht aufzeichnen. So. Nee, warte mal. Boah. Wir fangen hier unten an. Also der Schatten zeigt hier den Weg so. Hier zwischen fehlt was. Das ist versetzt zueinander. Das heißt, der Strich, der muss hier hin. Das heißt, wir gehen dann hoch. Haben hier wieder einen Weg hoch. Kommen hier raus. Dann sind wir bei dem hier. Gehen wieder runter. Gehen außen rum. Und dann dürfen wir rennen. Und so habe ich es doch eben gerade auch angezeichnet gehabt. Zwei rüber. Dann nach oben. Ja, ich denke mal von ganz außen, wa? Ne, jetzt bin ich verwirrt. Also, das ist der Anfang auf jeden Fall. Die Längenmaße sind halt eben nicht wirklich zu erkennen. So, dann sind wir bei dem. Der geht darin. Oder er geht hier vielleicht hoch. Man weiß es nicht. Nee. Der oberste Strich kommt nach unten. Warum? Hier unten ist auch noch ein Strich. Die sind nur so gegeneinander versetzt. Ne, also das muss man einfach ein Stückchen nach oben schieben, sozusagen. Dass das an der Stelle ist. Das bedeutet doch eigentlich. Die Frage ist halt eben hier hoch und rüber oder auf der anderen Seite hoch und rüber. Eigentlich müsste das so richtig sein. So. Da unten durch, da rum.
Oh, bleib doch bitte so. Bleib so seitlich stehen, danke. Ich bin dafür, dass es so ist. Aber was natürlich auch sein kann, ist, dass es so ist. Oder was auch noch sein kann, ist, weil man ja, man weiß ja nicht, wie lang dieser Abstand zwischen den Linien da sein soll. Das macht's mir eben gerade so ein bisschen. Nee, das kann nicht sein. Das muss wenn dann so sein. Aber hier könnten wir so. Ja, machen wir's so. Ja, der Abstand der Linie, der ist ein bisschen schwierig einzuschätzen. Das waren 3 Felder da unten. Und ich habe immer gedacht, es wären 2. Gut. Ja. Wo gehst du lang? Wo gehst du hin? Da hinten ist eine Tür. Die verschlossen ist. Das ist sehr geil. Ja, hier endet die Spur. Moment, die Türspur. Okay, dann kommen. Ach nee, hier geht's. Ah, hier geht's weiter. Jetzt endet sie wieder und da geht's weiter. Alles klar. Und die Spur führt uns ins Nimmernsland. Da. Die ist gar nicht so leicht zu erkennen. Ah, wir haben hier eine. Ah, okay, gut. Wir müssen noch die linke Seite lösen, dann haben wir da den Baum offen. So. Alles klar. Dann gehen wir doch einfach mal mit den Schatten, anstatt gegen die Schatten. Das ist ja auch eine Möglichkeit, das hatten wir auch schon lange nicht mehr. Jetzt geben die Schatten nur noch grob den Weg vor. Jetzt laufen die hier übereinander und untereinander und miteinander weg. Okay. So. Und so. Die Rätsel liegen mir eben gerade etwas wo ist das Ziel? Da oben. Das heißt, wir müssen hier dem Geäst auch dementsprechend folgen. So. Da haben wir da hinten das nächste. Da bleiben wir einfach auch im Schatten drin, würde ich sagen. Nein? Da ist kaputt. Da ist der Schatten kaputt. Da. Das heißt, wir gehen oben rum lang. Nein. Oder wir machen einfach so, ne? Das ist ja auch eine Möglichkeit. Immer diese kaputten Schatten da unterwegs. So, und jetzt kommt wahrscheinlich eine Mischung aus beiden auf uns zu. Ja. Eine Mischung von beiden. Hier wieder raus. Und hier wieder rein. Nein? Keine Mischung von beiden? Doch. Wir müssten hier eigentlich in den Schatten rein. Wenn ich das richtig sehe. Und hier wieder an dem Schatten vorbei. Das war doch ein. Ach nee, ah ja, nee, ich hab mich versehen gehabt. Da unten rechts ist auch noch ein Blatt im Weg. So, die nächste goldene Kiste. Upp. Und der nächste Laserstrahl. Und mal schauen, ob der jetzt auch bunt ist oder ob der einfarbig ist. Weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich da jetzt alles erledigt habe. Ich habe mir jetzt nur erstmal nur sehr, 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 sehr grob umgesehen. Und ihr seid natürlich alle herzlich eingeladen, mit mir zusammen die Rätsel zu lösen. Auch wenn ich mich jetzt bei denen nicht ganz so dumm angestellt habe. Da gibt es schlimmere. Da gab es schon schlimmere Rätsel. Das gebe ich zu. Wo ich ein Brett vorm Kopf hatte. So. Dann schieß mal los, den Laser. You're firing your laser. Und, welche Farbe kriegen wir? Bunt. Das heißt, die anderen Strahlen müssen auch bunt sein. Ich gehe ganz stark davon aus, dass die anderen Strahlen auch bunt sein müssten. Dass es vom Patch her kommt. Aber wir können uns gerne nochmal hier umgucken, ob wir hier nicht vielleicht doch noch irgendwo was übersehen haben.
Was man vielleicht noch hätte sammeln können oder was man hätte noch machen können, weil hier unten geht es ja auch noch lang. Und hier unten haben wir noch nichts. Ach, da oben haben wir auch wieder eine neue Kiste. Alles klar. Alles klar. Ich hole mir hier auf jeden Fall schon mal das Schiff her. Dass hier auch die Treppe dann mal unten ist. Da würde ich ganz... Muss ich das jetzt von hier lösen? Komme ich da ran?